Eine Automation, die dir wahrscheinlich Stunden Arbeit sparen kann und natürlich über Jahre hinweg gerechnet noch mehr als Stunden. Okay. Und ich zeige dir jetzt einfach im Überblick, was diese Automation macht. Und nachher gehen wir Schritt für Schritt durch die Automation hindurch, damit du das für dich auch nachbauen kannst, vielleicht sogar optimieren kannst. Und ich stelle die Automation zum Download und Import in deinem Make-Account in meinem Sam's Nuggets zur Verfügung. Link unter diesem Video. Schau es dir an, hat auch andere Automationen dort drin. Gut. Ziel dieser Automation ist, dass es immer ein Auge hat auf meine E-Mails, wenn sie den Kriterien matchen für Rechnungen oder Invoice, ein paar Begriffe, die da drunter gehen. Dann sollen die PDFs daraus herauskristallisiert werden und hochgeladen werden. In meinem Fall jetzt Google Drive, aber du kannst das austauschen mit Dropbox, kein Problem. Dann wird ein Share-Link geholt, damit wir mit einem Tool das Text aus PDFs extrahieren kann, diese Rechnung lesen können. Dann geben wir die Daten, die wir herausgelesen haben, an ChatGPT und geben da eine ganz konkrete Struktur, was herauskristallisiert werden soll. Und das Ganze schreiben wir dann in eine neue Zeile in unserem Mother of All Invoices Dokument. Okay? Sieht so aus für mich. Ich habe da 70 Rechnungen durchgespielt. Wenn man nur schon denkt, wenn ich jetzt eine Assistentin, einen Assistenten hätte, der für mich jeweils die Mails durchackert nach Rechnungen und das herunterlädt und dann irgendwo in einem Dropbox-Ordner ablegt und dann vielleicht auch noch eine Liste führt dazu, dann sind das vielleicht, je nachdem wie schnell diese Person ist, 3, 4 Minuten pro Rechnung, plus noch der ganze Overhead von Angestellten, also Schwatzen bei der Kaffeemaschine, alles auch, zahlt man auch noch. Rechne ich da 5 Minuten, vielleicht 6 pro Rechnung im Ganzen. Und das heißt jetzt nur schon für 70 Rechnungen sind das irgendwie 1000 Franken, die ich jetzt spare mit einer kleinen Automation, die wirklich Spaß macht, die mir ein Lächeln auf das Gesicht zaubert, wenn das durchrattert. Und das kann jetzt im Hintergrund immer laufen, zum Beispiel jeden Abend. Um 6 Uhr schaut es meine Mails an, extrahiert alle Rechnungen, die ich provoziert habe in der Zwischenzeit, legt sie ab, peppt sogar die Jahreszahl vor den Dateinamen und führt eine Liste mit Link zum Download, alles an einer Stelle, alles automatisiert. How cool ist das? Also hier extrahieren wir den Text, in ChatGPT machen wir die Rechnungen und ich, ja, gehe jetzt wirklich Schritt für Schritt hindurch. Wie das aussieht, hier am Schluss die Liste. Hier Rechnungen, Anbietername, Rechnungsnummer, Titel der Rechnung, das ist jetzt nicht so super spannend, könnte ich auch weglassen. Beschreibung, Wingo August 23, meine Mobilfunkausgaben. Subtitle habe ich irgendwie nicht ausgefüllt. Mehrwertsteuer, die Währung. Den Total und hier ein Link zum Download. Habe ich all diese PDFs zur Verfügung, kann die direkt herunterladen, wenn ich sie brauchen würde. How cool is that? Gib dieser Automation einen Daumen hoch, abonniere diesen Kanal, wenn das cool ist. Und du kannst es haben da unter diesem Video, der Link. Wir gehen Schritt für Schritt hindurch. Make.com, das ist eigentlich der Leim zwischen verschiedenen Diensten im Netz. Das kannst du kostenlos starten damit. Und je nachdem, wie viel du davon brauchst, brauchst du irgendwann einen bezahlten Plan. Aber das kostet in der Basisversion viel weniger als vergleichbare Dienste wie zum Beispiel Zapier. Da bist du bei $9 im Monat dabei. Und sorry für das Sparen von in meinem Fall jetzt 1000 Franken. Nur mit dieser kleinen Automation
was sind da $9? Wirklich, wirklich nichts. Tools sind wie Mitarbeitende, die nicht in den Urlaub gehen, die 24/7 arbeiten, nicht meckern, keinen Kaffee trinken und vielleicht doch ein bisschen Lohn brauchen. $9 im Monat. Okay. Links haben wir den Ursprungstrigger. Die Automation läuft von links nach rechts durch. Also links meine E-Mails, Watch-E-Mails. Wenn neue E-Mails kommen, filtere ich die. Wenn der Filter passt, dann gehen wir weiter in dieser Automation. Schauen wir also hier rein. Ich habe im Moment Gmail. Also habe ich hier meine Gmail-Verbindung. Das machst du hier oben. Add. Und dann 2-3 Klicks zu deinem Gmail. Wenn du einen anderen E-Mail-Dienst verwendest, dann musst du ein anderes Modul hier wählen, zum Beispiel Outlook, Online Outlook 365. Also verwende hier einen Gmail-Filter, weil das besser funktioniert als die simplen Filter. Also stelle hier um auf Gmail-Filter. Und ich habe hier jetzt das, was du genau in Gmail im Suchfeld eintragen würdest. Dort kannst du es auch gut testen, hier als Query. Und zwar mit diesen Squirrely Brackets. Da kann ich mehrere Begriffe einfügen, die entweder oder vorkommen müssen. Und da kann ich jetzt Rechnung, Invoice, Beleg, könnte ich jetzt auch. Dann muss nicht alles vorkommen, aber eines davon sollte vorkommen. Dann Filename PDF und ich hatte da Protokolle auch noch mit in den Resultaten, habe ich also das Wort Protokoll ausgeklammert, Lohnausweis ausgeklammert, Mahnung, Zahlungserinnerung, solche Dinge ausgeklammert und an meine E-Mail-Adresse muss es sein. Genau, das ist meine Query hier, wie gesagt. Unter diesem Video Link zu Sam's Nuggets. Dort kannst du alles importieren, dann ist alles ausgefüllt für dich. Und du kannst natürlich dann so anpassen, wie du willst. Im Moment habe ich 50 E-Mails, soll es aufs Mal verarbeiten, um meine letzten 2 Jahre da mit einzuverarbeiten. Da musste ich nur ein paar Mal durchführen und alles war erledigt. Jetzt im echten Leben würde ich wahrscheinlich hier auf 3 heruntergehen, okay, und das from now on, weil die letzten 2 Jahre habe ich jetzt gemacht. Und ich würde es dann nicht every 3 minutes, sondern zum Beispiel every day am Abend, oder? Und wenn ich jetzt im Schnitt mehr als 3 Rechnungen provoziere pro Tag, dann muss ich vielleicht über mein Budget nachdenken oder hier halt die Zahl von 3 auf 10 erhöhen. Okay, ich speichere das, schalte es direkt ein. Also heute, ab heute um 18 Uhr schaut es wieder, ob Rechnungen kamen. Bis zu 3 würde es dann durchlaufen lassen. Ja, ich könnte eigentlich auch hier mehr als 3, 5. Ja? Wenn es weniger gibt, dann bricht es direkt ab. Okay, wir haben also jetzt die Mails mit PDFs dran und gehen weiter zu einem Google Drive Modul. Auch hier oben Add klicken, wenn du Google Drive verwendest und ein paar Klicks deine Verbindung herstellen. Unbedingt einen Namen geben, der wirklich etwas aussagt, weil ich habe hier Drive Location und dann Business Admin Buchhaltung Make, die Ordner ausgewählt und Filename Attachments. Filename, da nehme ich hier, das jetzt blau hinterlegt, ist der ursprüngliche Dateinamen vom E-Mail. Ich ergänze, weil das zum Beispiel auch Rechnung.pdf heißen kann, das kann natürlich mehrmals vorkommen, in einem Jahr ergänze ich noch vorne dran mit der E-Mail-ID, die ist eindeutig. Aus den Gmails hat es irgendwo hier eine E-Mail-ID, hier 13, das peppe ich mit
einem Strich dazwischen vor den Filenamen. Und hier habe ich noch die Jahreszahl. Das ist eine kleine Formatierungsformel hier, wie die Excel-Formeln, dass das Datum nimmt, in diesem Fall jetzt 6. Dezember 22. Und da sage ich, welches Datumsformat ich daraus will. YYYY heißt nur die Jahreszahl. Das heißt, ich habe jetzt 2022 in diesem Fall minus 13 minus Attachments. Filename ist bei dieser E-Mail jetzt nicht mit dabei, aber das wäre etwas wie Rechnung.pdf. Okay. Hier der Inhalt des PDFs. Und das ist alles hier. Okay. Dann will ich jetzt als nächstes einen Sharelink holen. Ich muss für die nächsten Module Zugriff haben auf diese PDF, um aus dem PDF dann die Inhalte zu extrahieren. Das heißt, ich habe jetzt nochmal ein Google Drive-Modul. Da musst du die Verbindung nicht nochmal herstellen, wenn du das schon hier getan hast. Es kann sein, dass es fragt nach zusätzlichen Berechtigungen, dann musst du die schnell geben. Das sind auch zwei, drei Klicks. Und das ist getan. Ich habe jetzt My Drive, Select File und die ID aus diesem vorherigen Modul. Wenn ich den Upload mache, kommt als Resultat eine File ID heraus. Und das verwende ich, um zu sagen, um dieses File geht's. Und Rolle lesen. Aber hier bei Type, da muss ich jetzt öffnen für alle. Das gibt einen kryptischen Link. Alle, die diesen Link hätten oder sich das ausdenken könnten, könnten diese Rechnung anschauen. Musst du dir vielleicht Gedanken machen dazu. Realistisch ist es aber nicht, dass jemand per Zufall auf diesen Link kommt. Okay? Also Resultat davon, von diesem Modul ist, ich erhalte einen Share-Link. Hier verwende ich ein Modul von Zero Code Git. Eines meiner Lieblingsmodule, Zero Code Git. Die haben so viele Funktionen, die können Python Code ablaufen lassen in einer solchen Automation, verwende ich, um YouTube Transkripte auszulesen. Aber in diesem Fall jetzt können Sie aus PDFs Text extrahieren. Und super simpel, dieses Modul jetzt. Ich gebe hier nur den Web-Content-Link aus dem vorherigen Modul an. Fertig. Das Modul geht und liest den ganzen Text und stellt das für die nächsten Module zur Verfügung. Als nächstes habe ich OpenAI. Hier gibt es auch noch die Online-Anleitung dafür, wie du das genau tust, wo du deine API-Schlüssel, kryptischen Schlüssel erhältst, um diese Verbindung einzurichten. Auch hier wieder, wenn du das einmal gemacht hast, kannst du das in all deinen Automationen verwenden und musst nicht nochmal die Verbindung herstellen. Okay, ich verwende hier Create a Chat Completion und du kannst wählen, welche Version. Ich verwende immer das Neueste. Es kann sein, dass das vielleicht ein bisschen teurer ist als andere, aber das sind so kleine Bruchteile von Rappenbeträgen für den ganzen Witz, den wir hier haben und die Arbeitserleichterungen und das Lächeln auf unserem Gesicht, das sich lohnt. Dann habe ich ein paar Prompts hier drin und wichtig auch hier wieder, alles ist mit dabei in Sam's Nuggets. Aber ich habe hier den Text, kannst du auch jetzt abtippen. Ich will aus dem folgenden Text bestimmte Daten extrahieren. Rechnungsnummer, Anzahl, Preis, Steuer, Subtotal, Total, Datum, Beschreibung. Allerdings habe ich hier vergessen, ein paar weitere auch zu nennen. Und das Resultat muss JSON sein. JSON ist ein super simples Dateiformat, das immer aus Schlüssel und Wert besteht, das ist nicht kompliziert, tönt vielleicht jetzt kompliziert, aber hier unten haben wir dann auch direkt
Ein Beispiel, so soll das JSON aussehen. Als Beispiel, die Platzhalter musst du ersetzen. Und dann Invoice Number, Doppelpunkt, Rechnungsnummer. Items, das holt dann wirklich die einzelnen Rechnungspositionen heraus, die lege ich aber nicht ab im Moment. Dann macht es ein Total der Steuer, dann Datum der Rechnung, Währung der Rechnung, dann Titel der Rechnung, Beschreibung der Rechnung, Anbieter und Adresse des Anbieters, das lege ich nicht mal ab, könnte ich aber. Das ist diese File-Struktur. Dann hier die Daten, die verarbeitet werden müssen aus dem schwarzen Modul, Recognized Text. Das ist alles, was aus der Rechnung extrahiert werden konnte. Okay? Damit soll OpenAI, also ChatGPT, GPT-4o jetzt arbeiten. Achte darauf, dass im Feld Supplier keine Adresse hinzugefügt wird. Da habe ich ein paar Optimierungen aus meinen Tests damit. Das spart dir etwas Feinschliffzeit. Also hier sollte nur der Firmenname drin sein, Beispiel Wingo Mobile statt Wingo Mobile Contact. Max Tokens, da ein 0 einfügen, dann kann es so viele verwenden wie möglich für bessere Resultate. Ich habe die Temperatur ein bisschen heruntergesetzt. Je tiefer, desto weniger kreativ wird OpenAI. Und in diesem Fall wollen wir nicht zu viel Kreativität. Das ist jetzt wirklich eine Assistenzaufgabe im Buchhaltungsbereich. Und aus meiner Sicht, Buchhaltungsbereich, da erträgt es vielleicht auch nicht mal 0,3 Kreativität. Okay. Der Rest einfach so lassen, bis hier unten. Und da musst du die Advanced Settings einschalten. Und hier musst du umstellen von Text auf JSON Object. Wir wollen als Resultat JSON, damit wir wirklich damit arbeiten können. Dann unbedingt hier klicken, Parse JSON Response. Das heißt, das Modul schaut dieses JSON File an, das als Resultat kommt, und stellt die einzelnen Felder daraus den weiteren Modulen in dieser Automation zur Verfügung. Und dann sind wir schon bald am Ende. Wir haben jetzt ein Modul, Google Sheets, auch hier wieder mit Add, deine Verbindung herstellen, einmalig, nachher kannst du das in allen Automationen verwenden. Und dann habe ich Search Method, Search by Path, My Drive, dann genau die Spreadshirt-ID konnte ich hier wählen. Liste der Rechnungen heißt sie, das ist dieses File. Sheet 1 ist der erste Reiter. Table contains headers, jawohl. Dann wird dieses Modul hier schön anzeigen, was du in der ersten Zeile deines Google Sheets reingeschrieben hast. Und mit Refresh, wenn du etwas änderst, holt es die wieder frisch. Und ich sage hier im ersten Feld Datum, da peppe ich aus dem ChatGPT-Resultat das Datum und so weiter. Supplier, Invoice Number, das sind alles die Felder, die ich definiert habe in diesem Beispiel JSON. Beschreibung, Total Tax. Currency ist noch wichtig, weil Rechnungen in US-Dollar, Schweizer Franken, Euro daherkommen. Resultat total. Und hier noch aus dem dritten Modul hier der teilbare Link, der Download-Link. Das ist alles hier. Keine zusätzlichen Einstellungen. Das ist die ganze Geschichte. So könntest du das Schritt für Schritt für dich aufbauen. Und hättest das wahrscheinlich in einer Stunde oder zwei fertig. Oder du kannst unter diesem Video dann im Sam's Nuggets die ganze Automation holen und hier Import Blueprint und zack hast du, dann musst du nur noch deine Dienste damit
verknüpfen und vielleicht willst du ein bisschen noch was ändern daran, dass es für deine Zwecke gut funktioniert. Wenn dir solche Videos gefallen, gib mir einen Daumen hoch und schau das Video, das jetzt angezeigt wird, auch noch an. Ich bin überzeugt, dass du mit solchen Automationen erstens mal Spaß haben wirst, zweitens mal sehr viel Zeit mit mühsamen Arbeiten sparen wirst. In meinem Fall habe ich ausgerechnet mindestens 1000 Franken für jetzt diese einmalige Geschichte. Und wie viel würde ich sparen? Mindestens jetzt in Zeit, wenn ich selber mache, oder Geld, das ich jemandem zahlen müsste dafür, das für mich zu erledigen. Das rechnet sich sehr schnell mal abgesehen davon, dass es auch cool ist zu wissen, dass das im Hintergrund einfach arbeitet.